Frage ist, haben wir diesen komischen roten Pfeffer? Honigtabak. Nee. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Dann haben wir wieder einige Ledermünzen. Lederbeutel. Ich glaube nämlich, da habe ich dann nicht ausgenommen, als ich dann wieder geladen habe. Mache ich das wieder mit euch. Cause I can. Wo auch immer ich diesen roten Pfeffer herkriege. Nix mit roter Pfeffer, man. Nix. Sad. So, apropos. Nee, wir werden jetzt nicht Licht anmachen, sondern uns schlafen legen. Tagsüber sehen wir nämlich auch mehr. Das ist der Plan. Also insofern eigentlich echt nicht schlecht, dass wir gestorben sind. Wie gesagt, die einzige Frage, wo kriege ich diesen roten Pfeffer her? Wahrscheinlich aus den Versorgungskisten. Pfeffer ist Essen. Also ich denke da zumindest an Versorgungskisten. Er wird mich schlagen, keine Frage. Oder auch nicht. Haben wir schon geöffnet. Wahrscheinlich habe ich das auch schon alles verkauft, ich Horst. Wer erzählt denn sowas? Mann, ich gebe normalerweise immer so Acht darauf, dass ich keine wichtigen Sachen verkaufe und dann. Naja, vielleicht habe ich sie nicht gemacht. Who knows? Es ist schöner Tag, ich gehe wieder zu dem Dude einfach, damit ich ihm erzähle, was wir so gemacht haben. Damit er mir sagt, oh geil, du bist so toll, ich liebe dich. Auch wenn er nicht Lance ist. Aber vielleicht weiß er jetzt, wo Lance ist. Hey, kennst du Lance? Du. Was gibt's Neues? Ich hab gehört, du hast Franco, aber jetzt... Ja. Hab dich auch lieb. Was gibt... Nee. Sexy Boy. Eventuell hätte Snuff vielleicht diesen Pfeffer. Mal schauen. Jetzt sind wir gerade woanders, jetzt sind wir hier beim... zum Feierabmetzeln gleich. Die Sumpfeier der Reihe nach niederstechen. Da ist schon einer. Komm her, Boy. Ranzigster aller Haie. Du bist Hubert. Ich nenne dich Hupsi, liebevoll. Hupsi wird jetzt geschlachtet. Wie früher die Narwale. Geöffnet, war klar. So geil aussehende Truhen öffne ich immer sofort. Put. Klaus? Klaus und Fridolin daneben. Klaus wird zuerst geschlachtet. Fridolin ist eine Gasdrohne. Das ist nur was für Furzfetischisten und davon gibt es glaube ich nicht so viel. Da ist nichts. Deshalb zuerst Klaus und letztlich Fridolin. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Wir kennen es. Wir kennen es. Ja, da ist diese Palisade. So weit, so gut. Diese Golems sind halt auch ein Problem. Denn die sind stark. Vom Aushalten her, was sie aushalten, geht's. Wenn wir sie einzeln machen, auf jeden Fall. Die Frage ist, ob die vielleicht auch so einen Rudelinstinkt haben, wie Frederik und wie hat der andere Ork geheißen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Uli, genau, wie Frederik und Uli. Da ist nichts zu. Drei Gegner auf einmal Akku gemacht. Das könnte schon ein Problem werden. Oder auch nicht. Zack. Nichts zu plündern. Ich vermute mal, dass hier vielleicht irgendwo eine kleine Höhle ist, wo er sich zurückgezogen hat. Und dann gestorben ist.
Hier ist eine Höhle, aber das ist nicht die, die ich meine. Das ist die, wo der eine Bastard drin war. Der uns so abziehen wollte. Nichts zu plündern. So, mach nicht so behinderte prähistorische Geräusche, danke. 11 Lernpunkte haben wir jetzt. Sonderlich viel können wir damit leider jetzt auch nicht anfangen. Wir müssen halt tatsächlich jetzt auf mehrere Level-Ups warten und das kann dauern. That can take some time. Hinten waren die Golems. Beschützen die irgendwas? Eventuell eine Leiche. Zuerst schaue ich in die Höhle, auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass das wahrscheinlich das ist, wo der eine Bastard drin gehockt ist. Nichts zu holen. Haben wir schon durchsucht. Vielleicht hat sich da jetzt was getan oder keine Ahnung. Let's look. Hey! Ne. Du bist nicht Lance. Die haben wir gar nicht geöffnet. Ist aber auch nichts drin. Und der Dude hat hey, auch nichts dagegen. Tja, ja. Wir brauchen nur eine Essenz der Heilung dafür. Aber trotzdem werde ich mich jetzt bemühen, dass ich eher andere Tränke trinke. Nicht, dass es uns daran dann auch mangelt. Ich meine, das können wir dann zwar relativ leicht wiederherstellen, sofern wir die Zutaten haben. Aber man will sich ja jetzt nicht unnötig schwer machen. Hendrik. Warum Hendrik? Hendrik ist tot. Da ist nichts zu. Komm, wenn du ein einzelner bist, dann ja. Nee, ich höre zwei Stampfer. Nee, ich höre einen Stampfer. Okay. Nicht zurückweichen zu deinem Goli. Ich erkenne deine Taktiken, Goli. Bin nicht behindert. Ich erkenne deine Tactics. Ich bin nicht behindert. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Er macht aber schon ordentlich Damage, muss man sagen. Das muss man ihm zugute halten. An Essenzen haben wir jedenfalls genug. Uns fehlt, glaube ich, tatsächlich nur dieser Pfeffer. Und die... dieser Pfeffer da. Dieser rote. Oder wie auch immer der heißt. Da hinten ist sicher Lance Leiche. Oder sicher von den Sumpfgolems zermalmt. Der hat wahrscheinlich auch den Auftrag gekriegt, diesen einen Dude zu suchen. Ist dann hierher gegangen. Oder ist eine Höhle, der könnte drin sein. Ich bin der kluge Lance. Ich bin eine kluge KI. Ich gucke da mal rein. Aber leider hat er nicht so viel Golems gekriegt. Wäre zumindest geil. Ich würde es Lance wünschen, dass er so ehrenhaft gestorben ist. Nicht so. Zahlt das denn eigentlich die Arbeitsversicherung? Ich meine, das ist ein Arbeitsunfall, oder? Ich denke mal, die Banditen werden versichert sein, ne? Nichts. Absolut nichts. Kein Lance. Oh Gott, ist ja noch einer. Hans, lass mich. Ich hab Heribert jetzt schon umgehauen. Lass mich in Ruhe, Hans. Geh zu Heribert. Komm, er hat dich geliebt, ich weiß. Ich habe nichts gegen homosexuelle Sumpfgolems, echt nicht. Aber bitte stirb trotzdem. Du störst und bist behindert und nervig. Danke. Danke. Da ist nichts zu holen. Hans und Hendrik und Heribert wieder vereint. Wahre Liebe. Ja, hier ist nix.
Mann, 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 wo ist der? Ich renne hier echt so in der Gegend rum und sammle eigentlich XP en masse, obwohl ich eigentlich was anderes vorhatte. Es ist ein Käse. Es ist einfach nur ein Käse. Vielleicht wär's Fortuno mehr. Vielleicht wär's der was über Lance. Vielleicht weiß tatsächlich Fortuno was über Lance, wenn wir ihm diesen scheiß bekackten Trank herstellen. Aber vielleicht ist der Trank einfach nur so scheiße bekackt, dass es überhaupt nichts bringt. Und dass dann Fortuno Inu stirbt. Und wir den Bastard, der uns das Rezept gegeben hat, den Hals umdrehen können. Obwohl wir Paladin sind, wir machen das nicht. Wir bringen ihn erst dazu, irgendwas Ketzerisches zu sagen, indem wir ihn ein bisschen provozieren und dann dürfen wir ihn sogar hinrichten. So läuft es bei den Innos-Anbetern. Also hier war ich ja damals richtig viel und hier habe ich eigentlich de facto alles abgemetzelt. Wenn er hier wäre, dann hätten wir ihn damals gesehen. Da sind wieder ein paar Pflanzen. Das lässt mich wieder denken, waren wir wirklich? Sind die vielleicht nachgewachsen? Hier ist ein Lagerfeuer. Das deutet auch irgendwie so darauf hin, dass... War das ein Vieh? Hoffentlich nicht. Dass Lance hier war oder irgendein anderer. Da waren wir aber auch schon. Wo ist denn das auf der Karte gelegen? Das ist hier. Hack, Herald, wie du noch nie in deinem Leben gehackt hast. Wie ein echter Buddler. Aber bei meinem Gothic 1 Let's Play waren wir ja kein Buddler, sondern im Sumpflager. Deswegen sollten wir Fortunos Probleme eigentlich nachvollziehen können. Hier irgendwas, hast du dich ertrunken, Lance, in diesem stinkenden Tümpel? Nee. Lance. 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 Bist du hier, Lance? Bist du hier, Lance? Antworte mir, Lance. Eine Höhle. Tatsächlich. Geil, war ich in der schon. Bitte lass mich noch nicht in dieser Höhle gewesen sein. Und bitte lass Lance darin sein. Es würde mich freuen. Gothic Gott im Himmel. 100 Pro war ich da schon. Jo. Ach, geh, Mann! Man! Die Motivation schreit nur gerade so aus mir. Blutfliegen, Halleluja, danke. Dann haben wir zumindest da wieder einen Stachel. Endlich. Sogar eine ganze Horde. Komm her, Babe. Oh, Babe. War das so hart für dich? Shit. Nichts zu holen. Nächstes Mal mache ich ein bisschen langsamer. Babe? Baby. Shit, die halten alle nichts aus. Alle so weak as bastards, nicht? Drei Schläge der eine. Die anderen sind One-Hit, die ist drei Schläge. Da ist nichts zu holen. Die Alpha-Fliege offensichtlich. Da ist nichts zu holen. Die Clans vielleicht einfach da links? Weil das ein Lappen hätte, der an den Blutfliegen verreckt. Ultra kackmüde. Da ist nichts zu holen.
Jetzt werde ich jedenfalls reingehen, weil jetzt haben wir zumindest die Blutfliegenstachel. Und vielleicht habe ich einfach diesen Pfeffer übersehen oder... Mann, es liegt eine Leiche einfach rechts vom Banditeneingang und das wird Lance sein, ja. Wie kann man den übersehen? Das ist wahrscheinlich eigentlich der einfachste Quest ever. Da muss man nicht einmal ins Banditenlager hinein. Da ist nichts zu holen. Alter Verwalter, wahrscheinlich habe ich mir dadurch eigentlich richtig viel verhauen. Wahrscheinlich wissen die Wassermagier jetzt irgendwas mehr. Wahrscheinlich wissen sie jetzt einfach genau, wo Quahotons Grab ist. Er ist einfach mal direkt hier beim Eingang in der Wiese. So ein Kacknoob. Und so jemanden, ja, stellen die Wassermagier an. Uns, den Oberbabbo, wir müssen mit diesem scheiß Noob zusammenarbeiten. Verstehe schon langsam, warum niemand die Wassermagier mag. Sie haben keine Ahnung von echter Arbeit. Schreibt mir wieder, wer spielt morgen Abend mit mir League of Legends. Tut er eh nicht, weil er immer unterwegs ist, der Lappen. Carlos, am liebsten würde ich dir das Schwert in den Arm rammen. Lappen. Nee, würde ich nicht. Wir sind ein Paladin. Wir tun sowas nicht. Paladine sind ehrenhaft. Ich werde zuerst, bevor ich zurückgehe, probieren, dieses Ding herzustellen. Diesen Trank für Fortuno. Denn wie gesagt, vielleicht habe ich einfach übersehen, dass ich da was hab. Von diesem Pfeffer. Das ist ein spezieller Trank wahrscheinlich. Ja. Zu wenige Rohstoffe. Das ist es nämlich. Ich lese es mir nochmal durch und gehe jetzt jede einzelne Zutat durch. Ja, das mit dem Sekret weiß ich. Zwei Blutfliegenstacheln haben wir. Mana-Extrakt haben wir. Essenz der Heilung haben wir. Beutel roter Tränenpfeffer. Snuff. Hast du einen Beutel roten Tränenpfeffer? Eventuell? Für einen armen, namenlosen Helden? Zu weit entfernt? Dein Ernst? Ja, das ist die falsche Seite. Und ich soll mich jetzt an die Wand stellen, oder was? Lustig. Tag, Snuff. Ich glaube, mit dem kann man handeln, ne? Roter Tränenpfeffer, gib her. Nee, kann man nicht. Nee, kann man nicht. Sie kann einem nur was beibringen, aber nicht handeln, oder? Die Hure. Zu trinken. Gib mir was. Naja, dann müssen wir zurück zu den Wassermagiern. Wahrscheinlich geben sie mir jetzt die ganzen anderen Aufträge von wegen, klär uns auf, wer Lance tot ist. Roter Tränenpfeffer. Weißt du vielleicht, wo roter Tränenpfeffer ist, Fortuno? Nee. Wer könnte das wissen? Wer könnte den im Sortiment haben? Hey, du! Bruno ist Schmied, aber vielleicht hat er was. Zeig mal. Stahl, nee. Nee. 90 Stärke, wir haben 80, na, zu wenig. 80, ich glaube, unser Schwert macht auch 80. Oder? Muss ich schauen. Ich schaue echt oft nach mit Waffenschaden und so, sorry. Es ist echt nicht so smooth, aber ich merke es mir einfach nicht. Du. Weil es so viel ist. Und glaubt ihr nicht, dass das alles ist? Meine Meinung kennst du ja schon. Achso, aber apropos, ich kann auch schauen, ob wir vielleicht Extrakt der Magie des magischen Dingsbums nicht haben. Doch, haben wir. Mana-Extrakt einfach nur so simpel.
Crimson. 79 Goldbrocken erhalten und eingeschmolzen. Sketti, Waren für 250 Gold erhalten. Franco, 7 Goldbrocken erhalten. Je nach Ware. Okay. Naja. Das ist die Buchhaltung. Nichts sonderlich Interessantes. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Oh no, Taschendiebstahl nötig. Wenn überhaupt was wirklich Gutes drin ist. Ab zu den Wassermagiern. Saturas. Lenz ist tot. Saturas. An der einfachsten Stelle der Welt ist er gestorben und ich schaue mir im Sumpf alles an, sterbe.